Guten Tag, KWRs Krisentelefon. Sie sprechen mit Metal Mavis. Ach, Herr Tuchel. Ja, habe ich gehört. Ende des der Spielsaison ist denn Schluss. Ja. Naja, was soll man noch sagen, ne? Ja, wer in Bochum verliert, der ist halt nicht würdig, Bayern-Trainer zu sein, oder? Sagen Sie doch mal selbst. Geben Sie es doch zu. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keine Woche Show. Genau. Nummer weiß ich nicht, 300. Der Thomas hat angerufen? Ja, der Thomas hat angerufen. Was das, also war, ist es schlimm? Also, sagen wir mal so, er kann froh sein, dass er nicht sofort geflogen ist. Aber also. Er ist jetzt sozusagen Abschied auf Raten. Aber jetzt mal, also mein. Was ist denn da los beim FC Bayern? Also es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass jetzt ein Trainer gehen musste. Also sind die so schwierig, die Bayern? Also sind die Trainer so schlecht, die ja eigentlich ganz gut sind? Ich glaube. Was ist da los? Also, Fußball-Experte. Ich würde mal sagen, wie schon ganz Fußball-Deutschland meint oder auch schon sich dazu geäußert hat, ja, es ist der Umbruch des bayerischen Fußballs. Die müssen eine neue Dekade nach den glorreichen Zeiten, die wir jetzt so lange hinter uns hatten, kommt doch mal in das Tal. Das Tal muss erreicht werden, damit man wieder neue Kraft schöpfen kann, um wieder neu loszustarten. Wir müssen jetzt sozusagen wieder neu angreifen, mit einer neuen Mannschaft, mit neuem Trainerstab, mit neuen Fangemeinden. Ich habe keine Ahnung. Warum, weshalb, wieso? Das ist der FC Bayern. Der ist nicht auf Platz 1, deshalb fliegt er. Wo ist er denn? Der ist auf Platz 2. Um Gottes Willen. Und dann wird auch gleich wieder die Vergleiche gezogen zu Nagelsmann, zu sonst irgendwas. Dann würden schon wieder neue Namen im Raum geschlossen, wie Flick oder selbst Zidane wurde mittlerweile schon gedacht, dass man, ja, wer will denn bitteschön als Welttrainer in diesen Bayern, Rumpelverein trainieren? Diesen Rumpelverein trainieren. Ja, echt mal. Ja, außer Pep Guardiola und Trapattoni und Van Gaal. Ich würde sagen, die steigen jetzt erstmal ab in die zweite Liga und dann können wir uns ja vielleicht als Trainerteam bewerben. Naja, wir, ja. Ist zwar schade, dass es dann wahrscheinlich unsere Sendung nicht mehr gibt, weil wir dafür dann einfach keine Zeit mehr haben werden. Ja, wir liegen dann einfach nur am Pool. Weil wir sagen, mach mal. So viel Geld verdienen, deswegen. Der Clean ist ja auch schon wieder rausgeflogen in Südkorea. Ja. Nach irgendwie ein paar Tagen oder nach ein paar Spielen. Weil er nicht so oft im Land war. War die öffentliche... Aber spielt denn die, es war doch auch die Nationalmannschaft, ja, oder? Südkorea, spielen die denn so oft, dass er ständig im Land sein muss? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, haben die neulich irgendwie, war irgendwie Asia Cup, da ist er irgendwie im Viertelfinale rausgeflogen. Viertelfinale, mein Gott. Wenn wir das mal erreichen würden. Ja, also das wäre schon Wahnsinn. Ah, also. Und dann habe ich gehört, dass jetzt diese ganze Sache mit den Investoren hinfällig ist. Also das finde ich ja total cool. Also haben ja mal die Fanproteste gemacht, wobei die Fanproteste echt heftig waren. Die haben ja knapp auch zu Spielerbrüchen geführt. Haben auch lustige, hast du gesehen mit den ferngesteuerten Autos, die da irgendwelche Nebelschwaden und mich gelassen haben? Ich habe das cool. Nur mit den Tennisbällen. Das fand ich auch gut. Aber jedenfalls der erste große Investor, Blacksmith? Blackbird? Keine Ahnung. Jedenfalls der ist schon mal abgesprungen. Es gab nur den einen, soweit ich gehört habe. Es gab, glaube ich, es gibt noch einen. Aber mehr. Aber sie verhandeln nicht mehr weiter. Ja, das Thema ist erstmal Fußball. Das ist erstmal Pause, ja. Finde ich erstaunlich, dass die dann tatsächlich so einknicken. Ja, das geht ja eigentlich nur um die TV-Rechte. Also ich habe so richtig versteht die ganze Situation mit der DFL und dem DFB und da ist ja, es gibt ja nicht nur den DFB, den Fußballverein oder Vereinigung, sondern es gibt noch die Deutsche Fußballliga. Also nochmal die Vereine. Also wie die da immer mit Konkurrenz stehen, habe ich noch nicht verstanden. Das kann ich nicht verstehen. Das habe ich da ist nicht DFB, sind, also die kümmern die sich nicht um das große Ganze und DFL ist halt die Fernsehrechte. Die Firma, genau. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, die streiten sich da alle gegenseitig um. Der eine ist, glaube ich, für den sportlichen Bereich, der andere ist für die Vermarktung zuständig. So kann man es vielleicht allgemein halten. Aber, das wird noch eine spannende Geschichte sein. Also gerade, wenn die Fans jetzt mal ein bisschen zurückfahren wieder und wir uns wieder normal über den Fußball unterhalten können. 20 Uhr die Tagesschau fängt gleich an. Also hier jedenfalls. Ja,
Also, komm nicht oft vor, aber dass wir mal mit Sport anfangen. Ja, das muss ja mal sein. Wenn du schon ja, uns Thomas anruft und fragt, wie es dann weitergehen soll, uns zur Rate ziehen möchte, dann ist es doch mal richtig, dass wir auch über das Thema als erstes sprechen. Und was gehört zu einem anständigen Fußballabend? Bier. Ich bin dafür. Upsi. Ach, siehst du. Mensch. Mensch, wir sind hier heute sehr heiß begehrt. Echt mal. So, was haben wir heute? Also, deswegen heute haben wir nämlich den Schwarzwald-Michel zu Gast. Nein! Ja. Wieso? Was hat das jetzt mit Schwarzwald zu tun? Wo waren wir jetzt? Ich habe vielleicht gerade doch nicht so genau zugehört. Nee, wir haben nur den Schwarzwald-Michel zu Gast. Aber was hat der jetzt mit Fußball, also mit unseren Voranthemen zu tun? Nö, ist Bier. Bier gehört zum Fußball. Ja, also wir haben heute den Schwarzwald-Michel zu Gast. Wurde der auch schon in der Schwarzwaldklinik verkauft? Schwarzwaldklinik? Nee, ich habe keine Ahnung. Woher soll ich denn wissen, ob es in der Schwarzwaldklinik den Schwarzwaldmichel gab? Da gab es aber Professor Brinkmann. Na, vielleicht gab es das Brinkmann-Pilz oder so. So. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Hat auf jeden Fall eine sehr schöne Blume. Ja, aber ein bisschen hell, oder? Oder sieht das nur so aus? Ziemlich hell, ja. Wir haben ja auch noch nichts über das Bier erfahren dürfen. Dafür bist du zuständig. Wir haben ja Arbeitsteilung. Also Schwarzwald-Michel und es ist nämlich, und das passt ja eigentlich überhaupt, das ist ja eigentlich so ein Gegensatz, ja. Schwarzwälder Helles. Ist ja eigentlich ein White Vault. Ein Weißwald Helles. So. Oh ja, das ist auch wirklich hell. Holzhauer Michel ist ein Natur... Das, meine Damen und Herren, ist übrigens der Holzhauer Michel. Der ist jetzt Schwarzwald Michel. Ja, der Holzhauer Michel ist ein Naturbursche von stattlicher Gestalt. Ist ja ein bisschen homoerotisch. Vor allem, überleg mal, haben sie wieder den blondierten Jungen. Ja, also Mensch. Hat der auch blaue Augen? Der hat so ja blaue Augen? Natürlich. Ah, passt ja. Ein bisschen hässlich ist er trotzdem. Ja. Sieht ein bisschen aus wie Fahrradurlaub. Also, kein Wunder, also schwul sei aber schon mal nicht, weil, also na doch, könnte sein, kein Wunder schaut ihm doch so manches Schwarzwaldmädle hintendrein. Nice! Hintendrein. Okay. Ich hab ganz komische Fantasien bei diesem Bier, muss ich mal an der Stelle mal sagen. Wenn die Axt nach getaner Arbeit ruht, gönnt er sich einen kräftigen Schluck Alpiersbacher Klosterbräu. Aber ich denke, das Bier heißt Schwarzwald-Michel. Aber wie ist das Bier von der Alpiersbacher Brauerei mit Sicherheit? Steht bestimmt irgendwo anders noch irgendwo. Doch, da. Ja, hier steht das. Ist aber nicht besonders gut layoutet, möchte ich an der Stelle mal sagen. Ich möchte nicht wissen, wer das Bild gemalt hat. Ja, also 4,8 Volumenprozent gebraut, natürlich nach dem deutschen Reinheitsgebot des Alpiersbach. Ja. Oh Schwarzwald, oh Heimat. Ach, ich glaube, so heißt die Sendung heute. Oh Schwarzwald, oh Heimat. Mit dem Schwarzwald, Michel. Mein Gott. Meine Fresse. Das ist ja unglaublich. Also, wenn man jetzt mal von dem Geschmack aussieht, ja. Es ist wässrig. Hat eine Bitternote, die ganz komisch schmeckt. Hat einen ganz komischen Nachgeschmack. Aber kaum Bitternote. Es ist eher so eine komische, muffige Note. Ja, also nicht dieses klassische Bittere, sondern hat wirklich, wie du schon sagst, eine... Bildet sich sofort eine Schicht auf meinen Zähnen. So, Barthaar. Aber ich finde es auch eher wässrig. Eine sehr wässrige Bitternis. Ja. Also es ist eine Bitternis, die so ertrinkt. Ja. Armer Schwarzwald, Michel. Davon wirst du aber nicht satt. Na, getane Arbeit. Na, er ist halt so ein bisschen oberflächlich wie der Typ da auf dem Etikett. Ja, ja. Der wird da nicht satt mit seiner Axt. Nach getaner Arbeit mit seiner Axt, was der mit Wulda angestellt hat im Schwarzwald. Ich möchte mich dazu an dieser Stelle nicht weiter äußern. Ich glaube, das ist besser so. Schwarzwald, Michel. Prost. Dann kommen wir mal von Michel, kommen wir mal zu Olli. Weil ja, erzähl. Ich war da bin ich gespannt. Auf einem sehr, sehr schönen Konzert am letzten Sonntag im Berliner Tempodrom war Olli Schulz. Und Band. Und das Besondere ist ja, dass er mit seinem Album, was ja kürzlich erschienen ist, jetzt sogar auf Platz 1 der deutschen Albumcharts ist. Und seine erste Nummer 1. Hat er nicht gehört, das Album. Daraus erhoben hat. Müssen wir mal anhören.
kennst du noch? Ach nee, ne. Ich hab's mir noch nicht abgehört. Ne? Ja, mach das mal. Es ist ein wirklich sehr schönes Album. Und das Konzert war auch wirklich schön, weil also das sind ja so alles sehr positive Lieder, lustig, auch nachdenklich, melancholisch. Aber es ist so eine sehr schöne Stimmung gewesen, auch weil er zu jedem Lied ein bisschen was erzählt hat. Er hat mit den Leuten gesprochen. Es gibt ja so diese Bands, die dann quasi auf die Bühne kommen, ein Lied spielen, vielleicht mal guten Tag sagen, nicht mal genau wissen, wo sie jetzt eigentlich sind, deswegen und dann ihren Rotz runterspielen und wieder gehen. Das war da so halt ganz anders. So geil bei den Scorpions, ja. Sie sind kommen aus Deutschland, spielen in Deutschland und sprechen Englisch. Ja, das finde ich, also, find ich völlig assi. Das ist bescheuert. Ja. Hello, we come from Germany. We are in Germany. We come from Hannover. From Hannover. Erzähl weiter jetzt. Also war, nee, ich erzähle gar nichts weiter. Ich habe natürlich ein paar bewegte Bilderchen und Musik ist sowieso. Ist zufälligerweise auch drauf. Nein! Ja. Super. Bitteschön. Manchmal sind sie ganz verbunden. Auch wenn du es nicht fühlst. Du schreibst gerade deinen Song. So schreibt man seinen Song. So schreibt man seinen Song. Seinen Song. Seinen Song. Ihr schreibt gerade deinen Song. Er sie kennt nach einer fulminanten Show, eine Malerin mit roten Haaren, sie verliebten sich so, dass es schon weh tat, wenn man nur hinsah, weil sie sich schlugen oder küssten. Wie lange ging das Konzert? Genau 2 Stunden. War da pünktlich angefangen? Na, es war ja eine Vorband, ja. Also ein Vorprogramm, was ich auch sehr speziell fand. Da war ich ehrlich gesagt noch nicht mehr im Raum, weil ich noch im Getränke stand. aber ich habe mir von meinen Begleitern sagen lassen, dass er selber den anmoderiert hat. Also das er ist ja sogar cool. Selber noch rausgekommen, hat gesagt, wer jetzt kommt. Und Olli Schulz ist dann so 8:45 aufgetreten. Also es hat dann auch nicht lange gedauert zwischen Vorprogramm und ihm selber. Das finde ich mal wichtig, ja. Weil manchmal ist ja so eine ewig lange Pause zwischendurch, zwischen Vorband und Hauptact, weil manchmal oft auf den Sack geht, also diese Zeit. Ja. Und was man vielleicht an einer Szene sieht, es gab natürlich, wie ja jetzt bei allen Sängern, gab es eine Kissenschlacht. Das ist immer eine sehr schöne Sache, wenn dann bei einem bestimmten Lied dann immer dann plötzlich die Kissen dann durch die Halle fliegen. Und das Lied heißt bestimmt auch Kissenschlacht, oder? Nee, heißt es nicht. Ich habe mir aber nicht aufgeschrieben, wie das heißt. Das kann da wohl nicht wahr sein. Das kann da wohl nicht wahr sein. Dann haben wir... Wollen wir weiter über Musik reden oder wollen wir über die wichtigen Dinge des Alltags reden? Wenn wir über Musik reden, dann machen wir das, wahrscheinlich, wenn es das ist, was ich denke, ja, was du meinst, ja, machen wir das natürlich wieder in einem Funk und Sepper KWS Special. Über den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2024. Die Sendung hieß eigentlich, oder genau hieß es, das deutsche Finale 2024. Und wir schauen ganz kurz mal rein. Ja, bitte. Und jetzt müssen wir heute Abend natürlich rausfinden, wer fährt für Deutschland nach Malmö. Also ich finde, dass man live auf jeden Fall spürt, dass da richtige MusikerInnen auf der Bühne stehen. Damit gewinnt Isaac! Man muss dazu sagen, es ist nicht meins. Das wissen hier mittlerweile alle Zuhörer und Zugucker und wirst uns jetzt bestimmt auf den aktuellen neuesten Stand bringen.
Wir wissen ja, wer gewonnen hat. Isaac. Mit dem Song Always on the One. Ja, fangen wir einfach mal wirklich mit dem Song an. Es war auch nicht mein Favorit. Mein Favorit war Rick, der mit einem Song auf der Bühne war, der wirklich ein bisschen anders war als alle anderen. Auch nicht das, was man so radiotauglich nennt, aber sehr besonders. Und ich fand ihn einfach toll. Hat's aber bühnenshowmäßig war das leider, sag ich mal. Das wird auch noch eine Sache sein, die wir ganz kurz dann auch noch extra besprechen. Aber gewonnen hat Isaac mit Always on the One. Hast du, also wie findest du den Song? Ja. Ja, genau. So ist er. Er ist okay. Ja, wollte gerade sagen. Also man kann ja, man darf ja, glaube ich, als Deutscher, der zum ESC fährt, ja nicht groß Erwartungen haben. Aber ich glaube, dass der schon nicht letzter wird, der dahin fährt. Also er hat Esprit und ich glaube, dass der, wenn er sein Gesang beziehungsweise die Person mit dem Song so weiter spielt, also ein bisschen weiter fortführt, kann ja auch ein bisschen mehr als vorletzter Platz werden. Und wenn sie ein bisschen was an der Bühnenshow ja machen. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Davon gehe ich jetzt persönlich mal aus. Jedenfalls, es ist so ein Song, den man. Ich habe überhaupt kein Gefühl. Also ich weiß, also es könnte irgendwie funktionieren. Es hängt auch davon ab, was so die anderen 36 Länder schicken. Was ich bis jetzt gehört habe, muss ich auch ehrlich sagen, aus den anderen Ländern ist bisher nichts bei, was mich so wirklich vom Hocker reißt. Da bin ich völlig raus. Das ist ein bisschen schade bisher. Und da kann es dann sein, dass er da dann doch noch irgendwie funktioniert. Man muss aber auch sagen, wenn man jetzt so den hört und sagt, oh ja, der ist ganz okay. Man muss ja immer bedenken, um überhaupt Punkte zu bekommen, muss er in irgendwelchen Ländern in den Top 10 sein. Hm. Wenn er in allen Ländern nicht in der Top 10 ist, wenn er in allen Ländern auf Platz 11 ist, kriegt er 0 Punkte. Und das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn man so einen Song schickt, der irgendwie ganz okay ist. Der ganz okay Popsong. Ja. Wobei ich finde immer, ich vergleiche immer aus den letzten Jahren, wenn ich mir Michael Schulte angucke, der auch ja nicht gerade die Bombast-Präsentation hat. Der kann bei aber ihm war es aber die Show. Genau, also ich finde ja mal, dass der, ist auch nicht meine Musik, aber der hat Ausstrahlung. Wenn er den Song da performt, wie es heute Neudeutsch heißt. Ja, und das, sie haben sich für den Hintergrund haben sich was einfallen lassen. Ja. Ich war ja damals, wir waren ja in Lissabon. Ja. Und wir haben ja in dieser Show, in der wir waren, hatte der auch einen Auftritt. Wir waren live da und waren live geflasht. Mhm. Weil sie sagen, boah, das haben sie echt toll gemacht. Und das ist auch der Grund, warum das dann halt so gut funktioniert hat, weil das Visuelle da war und aber eher der Song ganz gut war. Das finde ich mal total fasziniert, gerade bei Michael Schulte. Wenn du den sonst so hörst, ist es so eine 0-15-Stimme. Und er kann auch, er finde ich auch, dass er auch eine großartige mediale Präsenz hat. Aber trotzdem klappt es mit ihm. Also hat unglaublichen Erfolg, also unglaublich nicht, aber er hat großen Erfolg und schaffte trotzdem ordentlich was zu verkaufen an Platten. Nicht geklappt hat es auch für Marie Reim, die ja mit dem Schlager Naiv angetreten ist. Aber ich muss sagen, ja, also der Song im Schlagerradio funktioniert ja natürlich super. Aber ansonsten ist es auch eigentlich ganz okay 0815. Und dann muss ich auch sagen, also diese Tänzer da, das ist alles so ein bisschen, ja, es ist so pseudomodern. Aber eigentlich ist es schon heutzutage ein bisschen piefig, da diese Männer da hinterher hopsen zu lassen. Das weiß ich auch nicht. Also das war in den 80er, 90er Jahren. Ich wollte gerade sagen, das ist nochmal Retro. Das ist ja versucht doch mal, den Schlager, so wie er früher einmal in den 80ern war, wieder zu beleben. Und bei Retro sind wir schon mal ein gutes Stichwort. Diese ganze Sendung war völlig Retro. Hast du mal reingeguckt in die Sendung an sich? Ich habe versucht, aber dann kann ich es nicht ausgehalten. Es ist nicht, sie sagt, ist generell nicht meins. Ich mag ja Barbara Schöneberger sehr. Aber ich glaube, sie konnte da auch überhaupt nichts mit diesem Konzept reißen. Also erstmal, da saßen ja wieder 4 Leute auf der Couch und ich habe mich gefragt, warum saßen die da? Also Mary Rose ist die Einzige gewesen, die auch einen ESC-Bezug hatte, die auch ein bisschen was erzählen konnte. Dann war Florian Silbereisen da, nie was mit dem ESC zu tun gehabt. Dann war Ellie Neumann da, eine Sängerin, die aber auch nie beim ESC war. Ich weiß gar nicht, ob sie mal bei einem Vorentscheid war. Nee. Keine Ahnung. Aber also, die hatte auch nichts zu sagen. War völlig unspannend, was die erzählt hat. Ist sie nicht jetzt eine Lehrerin eigentlich? Keine Ahnung. Und Riccardo Simonetti war da, der nur da war, um die Zielgruppe, um das Diverse zu repräsentieren. Ansonsten hat er auch nichts zu erzählen gehabt. Also es war
völlige Null. Aber das Schlimme ist ja, es sind ja, man kann ja nicht nur einmal Leute nehmen, die beim ESC Erfahrung hat. Also Mary Rose, klar. Ich finde, Silbereisen hätte schon dahin gepasst. Ja, aber sie waren ja nicht als Jury da. Sie waren ja nur da, um irgendwie Zeit zu füllen. Das ist ein Kacke. Da muss man sich entscheiden, möchte man eine Jury haben oder möchte man aber Füllmaterial. Wenn aber Füllmaterial, dann, es ist ja eine ESC-Show, ja, dann muss man das für die ganzen Fans und auch für die, die es vielleicht zum ersten Mal gucken, muss man das mit Erinnerungen, mit alten Kram auffüllen, um zu sagen, hey, darum geht's hier übrigens. Ja. Aber wenn du überlegst, wie viele deutsche gut situierte Musiker nie beim ESC dran teilgenommen haben und trotzdem... Ja, wieso auch? Ja. Also wenn ich mir diese Show angucke, ist auch kein Wunder. Aber es bräuchte mal, das musst du eigentlich mal so durchbrechen, mal so was Extravagantes, was in Deutschland noch nie gegeben hat. So etwas musst du mal so kommen, aber es kommt dir mal nicht. Es kommt dir immer nur diese NDR-Lightshow. Ja, und ich sag mal, der Typ, also Rick, hatte den Song dafür, wo man auch ein bisschen was draus hätte machen können. Ja. Den wollten wir aber nicht. Das war auch schon wieder zu kompliziert. Aber wir können ja dann mal nehmen wir doch die Stampfen. Nehmen wir doch mit Klatschen. Aber ich glaube, dass so eine Songs eher funktionieren. Natürlich, wir haben ja auch mal mit guck dir. Ja, aber wenn du Nicole, wenn du so eine besonderen Songs so inszenierst, dass sie dass sie nochmal richtig aufhört. Du wirst dich jetzt nicht daran erinnern, aber es hat ja, wir waren ja in Portugal, weil 2017 so dieser Portugiese damals gewonnen hat, ich glaube in Schweden oder so, mit einem Song, der null radiotauglich ist, der einfach in diesem Moment so wahnsinnig schön war, weil da alles gepasst hat. Aber das war öfter schon mal so. Kannst du dich an diesen Norweger erinnern, der mit seinem Rybak, wie hieß er, Rybak, der da mit seinem Schifferklang wieder rumgesprungen ist und mit seiner Fiedel, das war ja auch irgendwann in so. Das war auch überhaupt nicht radiotauglich, aber die Nummer war geil. Ja, genau. Also da könnte man viel mehr machen. Ja, und dann hatten wir ja eine Band dabei gehabt, die haben ja vorher aufgerufen, Fotos hinzuschicken. Wie hieß die nochmal? 99. Die auch einen ganz schönen Song hatten, aber eher so Indie-mäßig waren. Und da hatten sie ja Freunde von mir, die wurden sogar im Hintergrund gezeigt. Muss ich erst mal fragen, ob wir überhaupt einblenden dürfen. Muss ich jetzt mal noch eventuell fragen. Habt ihr jetzt gerade ein Bild gesehen. Genau, eventuell siehst du... Aber sicher im Fernsehen, also entschuldige mal. Ja, stimmt, dann muss ich nur Josie fragen, ob wir sie zeigen dürfen. Ja, klar. Und das finde ich dann eine coole Aktion, dass man sozusagen nochmal das Nicht-ESC-Publikum wiederum anspricht, damit man dann sozusagen wieder auf den Fokus vom ESC-Voranscheid hat. Man muss ja immer wieder gucken, dass man neue Leute auch dazu bekommt. Sonst hast du ja immer noch die 65-Jährigen, die da mitmachen. Der heißt noch Eurovision de la Chanson. Wenn wir jetzt eine Daumenbewertung machen, ich bewerte die Sendung, nicht den Song, muss ich an der Stelle sagen, aber die Sendung kann nur einen Daumen nach unten bekommen. Bei mir fällt das aus, weil ich ja nicht gesehen habe komplett, weil sowas gucke ich nicht. Ja, es ist... Bildergarten, bitte vielleicht an der Stelle mal raus. NDR, bitte neue Leute suchen. Böhmermann hat sich ja angeboten mit seiner Produktionsfirma, dass die das vielleicht mal in die Hand nehmen. Die haben ja schon mehrfach bewiesen, dass sie Musikshows können. Also warum das nicht mal ausprobieren? Das machen mal ganz neue Leute mit neuen Konzepten, neuen Ideen. Weil wir im öffentlichen Rechtlichen sind. Sie dann immer an Ewigkeiten an irgendwelche Sachen hängen. Ja, so sah die Show auch aus. Das haben wir doch letztes Jahr schon gemacht. Genau so sah die Show aus. Hat ja schon vor 20 Jahren funktioniert. Ja. Vor 30 Jahren. Funk und Seppel ist übrigens Anfang März wieder. Richtig. Promi-Geburtstag. Meine Güte, haben wir uns jetzt aber ausgelassen. Ich fange an. Ja. Am Sonnabend. 40 Jahre alt geworden ist die, ich weiß ja nicht, ob sie Kabarettistin ist, Sarah Bosetti. Ja. Kolumnistin, was auch immer. Moderatorin. 40 geworden, ja. Und die Schauspielerin Rene Russo ist 70 geworden am Samstag. Und die Schauspielerin Janet Hein ist 55 geworden. Kennen wir nicht. Sonntag, ja. 60 geworden ist der Schauspieler Matt Dillon. Ja. Dann bin ich schon bei Montag. Nee, am Sonntag auch 60 geworden. Der Schauspieler Sven Martinek. Und dass du den nicht hast, der am Sonntag 70 geworden ist, John Travolta, das wundert mich ja jetzt wirklich. Wieso? Weil er so ein unglaublich guter Tänzer ist? Keine Ahnung. Oder weil er, guck mal, wer da spricht, gemacht hat. Zum Beispiel. Oder weil er Pulp Fiction gemacht hat. Zum Beispiel. Oder. Montag. Sascha Grammel, der ist 50 geworden. Mensch, der Bauchredner. Ja, genau. 70 geworden. Hey, warte mal. Nein, auch 50 geworden ist die Schauspielerin Min Kai Fanti. Ja, damals. Bekannt geworden, wir hatten sie ja bei Funk und Seppa, Hugo, genau. Hugo, dann war sie noch kurz halt bei Viva und dann ist sie dann zum
guten Fach gewechselt. Ja, Schauspielerin. Okay. Der Politiker und Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Rainer Haseloff. Er ist 70 geworden. Ich dachte, der heißt Haselhoff. Haselhoff. Ohne A. Ich kann mich mal wegschmeißen, wenn Sie ihn immer als einen Haselhoff bezeichnen. Haselhoff. Da hat sich doch Hasselhoff doch damit mit ihm noch versucht, kurz zu schließen. Er hat gesagt, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Dienstag, 35 geworden, die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer. Ja. Und der Liedermacher Stefan Wagershausen ist 75 geworden. Und Sabine Karg ist 65 geworden. Ja, ja. Kennt man aus den Rombuschs. Damals. Mittwoch, 40 geworden, der Fußballer David Odonkor. Habe ich auch zu stellen. War der nicht gerade im Dschungel? Ja, ich glaube, der war auch im Dschungel. Schon so lange her. Ja, und die Schauspielerin und Sängerin Jennifer Love Hewitt ist ebenfalls 40 geworden. Und Gabi Baginski, Sängerin, ist 70 geworden. Am Donnerstag, den Sänger, Songschreiber, Gitarrist, Multitalent James Blunt ist 50 geworden. Wahnsinn. Wahnsinn. Der Zauberer Hans Klock ist 55 geworden. Der Schauspieler Kyle MacLachlan, bekannt aus Twin Peaks, ist 65 geworden. Und der Musiker Joachim Witt. Wann kommt die Flut? Ist der goldene Jahre. Reiter. Ja, das auch. Heute, Dakota Fanning, Schauspielerin, ist 30 Jahre. Mhm. Jetzt bin ich durch. Ich auch. Wir mussten Abschied nehmen in dieser Woche von unserem WM-Helden von 1990. Ja, da ich Andreas Tor. Brehme. Andi, der uns das Siegtor im Finale gegen? Italien. Argentinien. Italien aber. In Italien, ja. Zur WM 1990 zum Siegtor geschossen hat. Ja. Und in russischer Haft gestorben ist Alexei Nawalny. Sorgt natürlich nochmal für großen Wirbel und um Diskussionen rund um Herrn Putin. Ja, also das ist schon der Knaller. Also man muss ja davon ausgehen, also ich bin davon ausgegangen, als er wieder nach Russland geflogen ist, nachdem er ja schon mal diesen Giftanschlag hatte, dass er, wenn er zurückfliegt, dass er sowieso weiß, dass er als Märtyrer sterben wird. Und jetzt ist leider auch dazu gekommen. Ja, auch mal in unsere Gegend zu gucken. Es gibt ja immer mehr Schlaglöcher und die werden auch immer größer in unserer Gegend. Ja. Ich habe ja hier auch schon mal erzählt, wenn man durch Marwitz fährt, in Oberkrämer, dann... Dann fahr mal bitte von Felten nach Pinnow rein. Ja, nee, Marwitz ist schlimmer. Noch schlimmer? Ja, Marwitz ist noch schlimmer, weil Felten in Pinnow ist ja eher so konzentriert an zwei, drei Stellen. In Marwitz ist es der ganze Ort quasi. Okay. Und das Schlimme ist, wenn du da im Dunkeln durchfährst, du siehst ja gar nichts. Neulich bin ich auch von... Was war das denn? Die gute Nachricht ist, dass noch im Laufe dieses Jahres die Ortsdurchfahrten Marwitz und Fehlefanz, die werden nicht komplett saniert, aber sie bekommen eine komplett neue Fahrbahndecke. Der ganze Kram, der da jetzt drauf liegt, mit Loch, wird alles abgefräst und dann kommt eine neue Fahrbahndecke drauf. Man muss dazu hat keiner sagen, mit dir rechnet. Aber man muss dazu sagen, wenn man jetzt über die Decken redet, ja, wie gesagt, von Felten nach Pinnow, die ist gerade erst neu gemacht worden. Also die Decke ist ja nicht so alt. Komm, die Strecke wurde erst gerade... Nein, nicht aber wurde. Nicht der Teil. Der Teil nicht? Nein. Nee. Einfach bin ich auch neulich von Summt nach Wensingdorf fahren wollen. Ja, das ist ja auch eine schöne Strecke. Das macht auch Spaß. Das macht Spaß. Da haben sie ja den Teil zwischen Zülslake und Summt, der ist ja gemacht. Ja, aber zwischen Zülslake und Wensingdorf ist gerade das Problem. Teilt ab. Da haben wir uns Zülsdorf nicht mehr aus dem Schrank gekauft. Und dann sind wir mit diesem Glasschrank durch Richtung Wensingdorf geballert. Also das war schon ein Highlight. Das war ein extremes Highlight, dass der Glasschrank wieder hier ankommt. Wusstest du, dass Oranienburg einen Havelpark hat? Was haben wir? Ein Havelpark. Wo? Nee, wusste ich noch nicht. Also viele denken, es gibt den Havelpark nur in Dalgo-Döberitz, aber nein. Der Havelpark ist in der Rungestraße, da wo Hammer ist. Zum Fressnapf. Aha. Und Thomas Philips. Ach, das heißt Havelpark? Ja, wusste niemand. Heißt aber offenbar Havelpark, hat mir ein Kollege neulich erzählt. Ja, ich wusste, dass wir einen Oranienpark haben. Ja, das ist bei Kaufland. Genau, oder dass wir einen Havelpark haben, wusste ich noch nicht. Siehst du? Noch was Neues gelernt? Wir lernen immer wieder neu. Dies ist auch ein Bildungsprogramm, liebe junge Leute und Freunde. Und das heißt wie? Keine Woche Show. Bis zum nächsten Mal. Ach, es gibt noch mal Olli Schulz zum Abschluss. Tschüss. Denn es ist Zeit, dass unser Herz wieder blüht, einfach so.